Thank you.
Florian Barth von der evangelischen Kirche und ich, Johannes Brandt, von der katholischen. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. Friede sei mit euch. Friede sei mit uns allen. Freue dich, Tochter Zion. Eine wunderbare Musik. Nach langem Warten endlich die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes. Nun kann er also tatsächlich beginnen, der Weihnachtsmarkt. Viele Menschen haben darauf gewartet, natürlich auch die Schausteller und Gastronomen, die hier Leckereien und Köstlichkeiten anbieten. Im zweiten Jahr der Pandemie sehnen wir uns alle nach Normalität. Dass der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet, ist schon ein bisschen davon. Ein Ort, an dem man mal auf andere Gedanken kommen kann, sich verabreden mit Freunden. Das Warten hat ein Ende. Hat das Erwarten ein Ende? Wirklich? Klar, der Weihnachtsmarkt hat begonnen. Aber Warten, das tun im Moment immer noch sehr viele Menschen. Warten auf das Ende der vierten Welle. Warten auf die dritte Impfung. Kranke warten darauf, wieder gesund zu werden. Eltern warten auf die Geburt ihres Kindes. Kinder warten auf das Christkind. Wir alle warten. Ja, auf was eigentlich? Tochter Zion, freue dich. Der Kinderchor hat uns eben dieses bekannte Adventslied gesungen. Was für ein jubelnder und jauchzender Empfang an diesem Abend. So singen Menschen im Glück und voller Freude. Endlich ist er da, der lang ersehnte Retter. Er ist gekommen, er ist da. Und mit diesem Lied wird ein König ganz anderer Art gefeiert. Der Sohn Davids, Fürst des Friedens. Schon die Propheten haben dies vorausgesagt. Denn sie schrieben, juble und freue dich, Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und wohne in deiner Mitte. An jenem Tag werden sich viele Völker dem Herrn anschließen. Sie werden mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen. Und von Zion kommt die Weisung, aus Jerusalem kommt das Wort des Herrn. Was ist die Botschaft des Liedes Tochter Zion? Was ist die Botschaft des Advents? Es geht nicht um einen König, der militärisch im Triumph daherkommt. Sondern der König, der hier kommt, ist einfach Mensch. Einer, der auf einem Esel reitet. Freundlich, mitfühlend kommt er, um Frieden zu bringen. Er bringt Frieden nicht gewalttätig und mit Waffen, sondern er bringt Frieden von innen heraus. Frieden im Herzen. Wer diesen Frieden spürt, ist Gott ganz nahe. Wissen Sie was? Mit dem Frieden ist es wie mit einem neugeborenen Kind. Er fängt klein an und braucht uns zum Leben. Der Prophet Jesaja hat uns dieses Friedenskind vorausgesagt. Hören wir seine Worte. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit. Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Nächste Woche am Sonntag beginnt der Advent. Es ist eine Zeit des Wartens und der Sehnsucht. Warten auf das Kind in der Krippe, auf das wir an Weihnachten schauen. Was bedeutet das Kind in der Krippe? Gott fängt klein an. Er wird Mensch, um mit seinem Frieden zu uns Menschen zu kommen. Jesus wird geboren in einem einfachen Stall in Bethlehem. Bei seiner Geburt hören die Schafhirten auf den Feldern die Engel singen. Ehre sei Gott in der Höhe. Die Engel singen also Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen Frieden auf Erden. Friede ist das Geschenk Gottes für uns Menschen. Wir können viel für den Frieden tun, aber in der gleich immer ein Geschenk, Gottes Geschenk. Und so lasst uns Gott jetzt um seinen Frieden bitten und
beten für die Menschen, die uns am Herzen liegen. Für die vielen Kinder und Erwachsenen auf der Flucht, auf dem Mittelmeer und an der belarussischen Grenze. Gott gibt ihnen deinen Frieden und Menschen, die ihnen helfen. Wir denken, beten für die Menschen in Kriegsgebieten, wie Sudan oder Syrien, in so vielen Ländern dieser Welt und bitten Gott, gib ihnen deinen Frieden und dein Ende der Gewalt. Wir beten für die Menschen, die an Corona erkrankt sind, zu Hause in Quarantäne oder im Krankenhaus. Gib ihnen deinen Frieden und Menschen, die sie nicht allein lassen. Wir empfehlen dir die Menschen, die müde geworden sind und Kraft brauchen für ihren Alltag im zweiten Jahr der Pandemie. Gott, gib ihnen deinen Frieden und Geduld für sich und andere. Wir beten für alle, die hier auf dem Weihnachtsmarkt in den kommenden Wochen unterwegs sind. Zeit miteinander verbringen, Ablenkung suchen, Begegnung erleben mit Freundinnen und Freunden. Gott, gib uns deinen Frieden. Lass uns Acht geben aufeinander und Rücksicht nehmen in dieser besonderen Zeit. Für die Schausteller, die Geschäftsleute, die auf diesem Weihnachtsmarkt gewartet haben und nun eine Zeit mit viel, viel Arbeit vor sich haben, beten wir, gib ihnen deinen Frieden und freundliche Begegnungen in den nächsten Wochen. Schenke uns allen Geduld und Kraft für die nächsten Wochen, friedliche Momente und ein gutes Miteinander. Öffne unser Herz für uns. Ein Kind in der Krippe kommst du als Mensch zur Welt. Das ist dein Geschenk der Weihnacht für uns. So bitten wir dich, gib uns deinen Frieden. Wir erbitten den Segen Gottes für uns alle und die Menschen in unserem Herzen. Der Herr segne euch und behüte euch. Gott ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ganz herzlich begrüßen zu unserem Weihnachtsmarkt. Und ich darf Ihnen auch natürlich zunächst eine friedvolle und gesegnete Weihnachtszeit wünschen. Vor allem wünsche ich mir, dass wir gemeinsam versuchen, etwas Zufriedenheit, etwas Glück, etwas Geborgenheit in die Herzen der Menschen zu zaubern. Denn wir haben es gerade eben gehört von Pfarrer Barth, Parabrand. Die Situation ist weltweit eine ganz andere als das, was wir hier in Europa, in Deutschland erleben. Eine Zeit der Kriege, eine Zeit, in der Menschen auf der Flucht sind, Kinder, junge Menschen, Frauen, auch Erwachsene, die kein Zuhause und keine Heimat haben. Deswegen möchte ich mich an dieser Stelle auch einfach mal bei Ihnen bedanken, bei den Heidelbergern und Heidelbergern, bei den Menschen dieser Region. Alleine in Heidelberg kommen fast jeden Tag fast 40 bis 50 Menschen von der belarussischen Grenze an, die ohne eine Perspektive aufgebrochen sind und die jetzt hoffen, einen gewissen Frieden zu finden. Ich bedanke mich bei denen, die das ganze Jahr über und auch in der Vergangenheit schon dazu beigetragen haben,
dass diese Menschen sich bei uns wohlfühlen und hier vielleicht auch eine neue Heimat finden. Bedanke mich bei denen, die bei uns in unseren Städten, auch hier in Heidelberg, sich das ganze Jahr sogar dafür einsetzen, dass Menschen, die aus sozial einfacheren Situationen kommen und immer auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind, diese Unterstützung und Hilfe bekommen. Bei unseren Kirchen, bei unseren sozialen Trägern, und von denen haben wir Gott sei Dank sehr viele. Und ich bedanke mich bei Ihnen dafür, dass Sie auch in der jetzigen Situation der Corona-Pandemie ein wirklich leuchtendes Beispiel dafür gegeben haben, wie man mit dieser Situation versucht, auch gerecht umzugehen, indem man frühzeitig auch akzeptiert, sich zu impfen. Auch dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und nur deshalb ist es uns gelungen, dass wir eines der geringsten Inzidenzraten haben in Baden-Württemberg schon über viele Wochen und Monate und auch einen solchen Weihnachtsmarkt natürlich unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen durchführen können. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie wichtig es ist, gerade jetzt in der dunkleren Jahreszeit solche Möglichkeiten der Begegnung zu schaffen, solche Möglichkeiten des Miteinanders zu schaffen, ohne dabei auch auf die Sicherheitsmaßnahmen, die wir nun mal alle ergreifen müssen, sie nicht zu vergessen, sondern das auch gemeinsam zu leben. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie etwas Glück hier erleben auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt, ein bisschen Freude, gerade auch den Kleinen, wenn Sie auf dem Wintermärchenbereich sich vielleicht aufhalten, auf dem Kornmarkt oder auf der Eisbahn oder vielleicht auch auf dem sozialen Weihnachtsmarkt. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Sie das finden, was Sie jetzt momentan wahrscheinlich auch am meisten suchen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß, Freude, Begegnung auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. Und tragen Sie das bitte auch in Ihrem Herzen mit nach Hause. Und vielleicht eine kleine Bitte zum Schluss. Sprechen Sie mal vor allem die Jüngeren mit Ihren Omas und Opas. Denkt noch bitte an die Boosterimpfung, die ist wichtig, denn sie verhindert, dass Sie letztendlich auch schwer erkrankt werden. In diesem Sinne eine frohe, gesegnete Weihnachtszeit und danke, dass Sie da sind. Thank you.
die Menschenkinder im Wald herum. Ihr, die ihr einst Kinder wart, ihr Kleinen am Beginn der Lebenswelt, ihr, die ihr kommt mit euren Alltagssorgen, vergesst sie heute, freut euch auf morgen und hört alle zu, was euch das Christkind bringt. In jedem Jahr, 4 Wochen vor der Zeit, da man den Christbaum schmückt und sich aufs Feiern freut, entsteht auf diesem Platz ein Teich, das euch ein Leben lang im Sinn soll sein. Dies Städtlein in der Stadt, aus Holz und Tuch gemacht, so flüchtig wie es scheint in seiner kurzen Pracht, ist doch von Ewigkeit. Christkinde Markt bleibt immer jung, solange es heile Werk gibt und die Erinnerung. Denn alt und jung zugleich in dieser Stadt angesiedelt, das viele Züge trägt, ihr seht sie alle nicht. Da sind die Häuser und die Straßen, ihr seht die altvertrauten Gassen, blickt hin auf viele neue Werke und schaut hinauf die grünen Berge. Jedoch es bleibt auf alle Zeit das Heidelberg, das ihr alle seid. Am Saum des Jahres steht nun bald der Tag, an dem man selbst sich wünscht und anderen schenken mag. Es leuchtet der Markt im Lichte weit und breit, Schmuck, Kugeln und selige Weihnachtszeit. Dann vergesst nicht den Menschen, jung und alt, wie einst im Stall von Bethlehem es war, arm und kalt. Freut euch auf des Christkinds Gaben und denkt auch an die, die nichts von allem haben. Die Kinder der Welt und die armen Leute, die wissen am besten, was Schenken bedeutet. Ihr Kinder und ihr, die ihr einst Kinder wart, seid wieder klein und freut euch der Zeit, da ihr leben dürft in Geborgenheit. Das Christkind lädt zu seinem Feste ein und wer da kommt, der soll willkommen sein.